Hallo! Heute sind meine Themen Mundschutz. Wie trage ich ihn richtig? Wie achte ich auf meine Haut? Was kann ich tun dafür, dass ich keine Ekzeme, keine extremen Unreinheiten und Entzündungen bekomme? Außerdem für uns Frauen mega wichtig, für den einen oder anderen von uns, Lippenstift und Mundschutz. Funktioniert das? Oder habe ich den komplett in meinem Mundschutz kleben? Nein, kann ich euch sagen. Ihr könnt Mundschutz tragen. Nur solltet ihr ein paar Dinge dafür beachten. Da komme ich dann im Nachhinein nochmal drauf, was ihr tun könnt und welchen Lippenstift ihr am besten tragt, damit eure Lippen auch nicht extremst austrocknen. Das ist nämlich in dieser Zeit auch ganz wichtig. Also, gleich geht's weiter. So, jetzt seht ihr mich nochmal ohne. Bitte nehmt den Mundschutz am liebsten mit Gummibändern. Solltet ihr nur welche mit Schleifenbändern kriegen, dann bitte einen oberhalb am Kopf zusammenbinden und auf jeden Fall auch immer unterhalb zusammenbinden. Leute, es geht darum, dass wir auch die anderen Menschen nicht anstecken, nicht nur uns schützen, sondern auch die anderen Menschen nicht anstecken. Es bringt alles nichts, wenn ihr einen Mundschutz tragt, der Schleifenbänder habt und ihr bindet es hinten nicht zu. Das ist nicht der Sinn der Sache. Seid mir nicht böse, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir alle gut durch diese Zeit kommen und dass eure Häute das auch schaffen und nicht rebellieren und ihr euch in eurer Haut nicht wohlfühlt. Das ist so wichtig aktuell, sowohl sich gut in seiner Haut zu fühlen, als auch gut geschützt zu sein. Also Mundschutz mit Gummibändern, einmal rechts, einmal links. Bitte hier so einmal zupfen, hier oben einmal langziehen. Dann habt ihr hier es gut anliegen, da gut anliegen. Hier unten kann Atemluft austreten und auch hier oben. Wenn ihr Brillenträger seid, bitte die Brille nicht unter den Mundschutz, sondern einfach auf den Mundschutz ziehen. Dann ist es so, dass die Brillengläser nicht so stark beschlagen. Es gibt ein Antibeschlagspray, das wissen die meisten Brillenträger, das könnt ihr noch nutzen. Und ansonsten für all diejenigen, wo es dann doch noch beschlägt oder weil die Brille kleiner ist wie meine, ihr könnt unten hier am oberen Ende könnt ihr noch ein Kosmetiktuch zusammenfalten, ganz klein wie eine Wurst, und die dann nochmal hier unten drunter legen. Dann ist es auf jeden Fall gewährleistet, dass eure Gläser nicht mehr so stark beschlagen. Dann höre ich immer wieder, ja, wir haben einen Mundschutz. Damit kann ich mich ja schützen. Das Schöne ist, ein Mundschutz ist schon mal eine super Geschichte. Aber bitte bedenkt, dass ihr in den Mundschutz reinatmet, dass ihr da reinsprecht, dass dementsprechend auch Speichel da reinkommt und Bakterien, Viren und Pilze natürlich auch in uns sind und dass eine absolute Brutstätte auch ist. Bitte habt den Mundschutz nicht länger auf wie 2 Stunden und wechselt ihn bitte täglich oder wascht ihn täglich bei 60 Grad aus, denn er ist eine absolute Bakterienschleuder, wenn ihr ihn getragen habt. Nicht umsonst wechseln wir nach jedem Kunden, beziehungsweise jetzt nach jedem Tag, weil wir ja im Augenblick euch Kunden im Verkauf begrüßen dürfen, aber für unsere Behandlung leider noch nicht. Es ist ein total komisches Gefühl, über die Kamera mit euch zu sprechen und jetzt auch noch vermummt mit Mundschutz. Jetzt folgt noch ein kleiner Tipp für uns Frauen, uns Lippenstiftträgerinnen, wie wir auch unter dem Mundschutz den Lippenstift so tragen können, dass er nicht verschmiert und für 24 Stunden hält. Also keine Angst vor Mundschutz und Lippenstift, funktioniert. So,
Ich habe mich heute dafür entschieden, passend zu meinem lachsfarbenen Oberteil einen leicht rosafarbenen Lippenstift zu verwenden. Dazu verwende ich den Lippenkonturenstift Nummer 02 und den Lippenkonturenstift 08. Der Lippenstift hat übrigens die Nummer 12. Alles von der Firma Eeyore. Als allererstes spitzt ihr eure Lippenkonturenstifte an. Ganz wichtig, weil ihr solltet vor jeder Benutzung bzw. nach jeder Benutzung euren Lippenkonturenstift oder auch euren Kajal anspitzen, damit sich auch da keine Bakterienherde bilden. So. Wichtig ist, den Lippenkonturenstift immer von unten nach oben zu malen. Damit gebt ihr der Lippe eine super tolle Form. Jetzt hat es gerade geschellt und ich melde mich gleich nochmal zurück. So, hallo, da bin ich wieder. Auf zur anderen Seite. So. Also, wie gerade auch, die linke Seite. Ich stütze mich immer hier so ein bisschen mit dem kleinen Finger am unterhalb des Kinns ab und die Unterlippe eben auch von außen zur Mitte, damit ihr einen schönen Kussmund bekommt. So, da ist jetzt gerade die Chrissy gekommen. Irgendwer stört ja immer. Und damit oberhalb das Herz noch stärker zur Geltung kommt, genauso hier auch, und hier unten auch den Helltritt hervor und macht das Ganze noch ein bisschen kussiger. Das ist eine Hauttonfarbe. Ihr könnt auch einen weißen Lippenkonturenstift nehmen, das ist relativ egal. So. Jetzt bin ich soweit, dass Lippenkontur sitzt und die weiße, helle Lippenkontur auch. jetzt nehme ich meinen Lippenstift. Bei uns im Institut mache ich das immer auf einen Spatel, bevor ich das beim Kunden oder eben mir auftrage, aus hygienischen Gründen. Ihr zu Hause solltet einen Pinsel nehmen am besten, denn damit trägt sich der Lippenstift am besten auf und ihr könnt dann auch die Hygiene noch besser einhalten, als immer direkt am Mund mit dem Lippenstift zu sein. Wichtig ist immer, einen frisch gewaschenen, trockenen, desinfizierten Lippenpinsel zu benutzen. So. So, Lippenstift sitzt und jetzt mein Trick, damit er eben auch unterhalb des Mundschutzes gut sitzt, empfehle ich euch das Fixing Puder von der Firma Eeyore. Damit
fixiert ihr den Lippenstift und könnt ihn bis zu 24 Stunden safe machen. Das heißt, er ist kussecht und er hält auch, wenn ihr trinkt und esst. Natürlich beim Trinken und Essen wird es ein bisschen abgetragen, aber ansonsten über Tag eben nicht. Und er färbt nicht in den Lippen, in den Mundschutz. Und ihr habt eure Farbe den ganzen Tag. Besser als die 24 Stunden Lippenstifte, die ihr im freien Handel kaufen könnt. Denn unsere Lippenstifte in Kombination mit dem Fixing-Puder trocknen die Lippen nicht aus. Und ihr könnt euren Lippenstift auch gerne nochmal über Tag nachziehen, wenn ihr wollt, dass der Glanz wieder da ist. Denn fixiert bedeutet immer matt. So, dann nehmt ihr den Fixing-Puder auf ein Wattepad oder euren Pinsel, euren Puderpinsel und macht euren Mund so, als wärt ihr ins Mehl gefallen. Das muss jetzt 10 Minuten einwirken. Und nach den 10 Minuten pinselt ihr das runter, zieht noch einmal den Lippenstift drüber, das zeige ich euch gleich, aber ihr müsst jetzt nicht 10 Minuten mit mir warten. So, 10 Minuten sind rum. Jetzt könnt ihr definitiv sicher sein, dass der Lippenstift hält. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Andere Seite. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Und schwuppdiwupp, Mundschutz wieder auf. Oder, wenn ihr keinen Mundschutz tragen müsst, könnt ihr jetzt nochmal den Lippenstift wieder verstärken. Entweder mit dem Lippenstift selber oder ihr tragt einen Lipgloss auf für den wundervollen Glanz. Und im Anschluss zeige ich euch, welche Farben wir alle zur Verfügung haben für euch und ja, was die einzelnen Sachen kosten. Bis dann! Eure Ina. So geht's natürlich auch.